Der sogenannte Confidence Gap besagt, dass Frauen, die sich typisch weiblich verhalten, im Job Schwierigkeiten haben. Konkret bedeutet das, Frauen verdienen angeblich weniger, weil sie in Gehaltsverhandlungen zurückhaltender sind. Eine Studie von Laura Guillen, Professorin für Organisationsverhalten an der European School of Management and Technology Berlin, widerlegt den Confidence Gap. Sie und zwei weitere Forscherinnen befragten erfolgreiche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines von Männern dominierten Technologieunternehmens. Obwohl Männer, die als selbstbewusst angesehen wurden, eher vorankamen, zeigten unsere Untersuchungen, dass dies bei Frauen nicht der Fall war. Sie wurden stattdessen nach ihrer Warmherzigkeit beurteilt oder wie fürsorglich und sozial sie schienen, sagt Guillen. Eine gute Nachricht, weil empfindliche und schüchterne Frauen sich nicht mehr verstellen müssen? Leider nicht. Um voranzukommen, müssen sich Frauen um andere kümmern, während sich ihre männlichen Kollegen auf ihre eigenen Ziele konzentrieren, erklärt die Forscherin. Laut Guillen müssen Personalabteilungen umdenken und Frauen und Männer nach denselben Kriterien bewerten.